Jean Raspail, das Vaterland wird von der Republik verraten. Le Figaro, 17. Juni 2004. Ich bin um das Thema herumgeschlichen wie ein Hundeführer um eine Paketbombe. Es ist schwierig, sich ihr direkt zu nähern, ohne dass sie einem ins Gesicht explodiert. Man läuft in Gefahr, einen zivilen Tod zu sterben. Aber es handelt sich hier um eine lebenswichtige Frage. Ich zögerte. Auch deswegen, weil ich bereits 1973 beinahe alles dazu gesagt habe, als ich meinen Roman »Das Heerlager der Heiligen« veröffentlichte. Ich habe auch nur wenig hinzuzufügen, außer dass das Ei längst in die Pfanne gehauen wurde. Denn ich bin davon überzeugt, dass das Schicksal Frankreichs besiegelt ist. Denn mein Haus ist auch das ihrige, sagt Mitterrand. In einem Europa, dessen Wurzeln ebenso muslimisch wie christlich sind, sagt Chirac. Weil die Nation unaufhaltsam auf ihr endgültiges Kippen zusteuert, wenn im Jahre 2050 die Franzosen des Stammes nur mehr die am meisten gealterte Hälfte der Bevölkerung des Landes ausmachen werden, während der Rest aus schwarzen oder maghrebinischen Afrikanern und Asiaten aus allen unerschöpflichen Winkeln der Dritten Welt bestehen wird, unter der Vorherrschaft des Islams in seiner fundamentalistischen und dschihadistischen Ausprägung. Und dieser Tanz hat gerade erst begonnen. Nicht allein Frankreich ist davon betroffen, ganz Europa marschiert in seinen Tod. Die Warnungen werden durch Berichte der UNO gestützt, die einige bejubelt haben, besonders durch die unverzichtbaren Arbeiten von Jean-Claude Chesnay und Jacques Dupagier. Dennoch werden diese systematisch verschwiegen, während das Nationale Institut für demografische Studien Desinformationen verbreitet. Das beinahe friedhofsartige Schweigen der Medien, Regierungen und städtischen Behörden über den demografischen Zusammenbruch der Europäischen Union ist eines der erstaunlichsten Phänomene unserer Zeit. Jedes Mal, wenn in meiner Familie oder im Freundeskreis eine Geburt stattfindet, kann ich dieses Kind nicht ansehen, ohne an das Schicksal zu denken, das sich über ihm dank der Fahrlässigkeit unserer Regierungen zusammenbraut und dem es sich stellen muss, wenn es das Erwachsenenalter erreicht haben wird. Durch die Missachtung der gebürtigen Franzosen, die betäubt werden vom hämmernden Tamtam der Menschenrechte, durch die Offenheit für den anderen, das Teilen, das unseren Bischöfen so am Herzen liegt, etc., in die Ecke gedrängt, durch das ganze repressive Arsenal der sogenannten antirassistischen Gesetze, durch die Konditionierung bereits der kleinsten zur kulturellen und gesellschaftlichen Buntheit und Vermischung, durch die Zumutungen eines pluralistischen Frankreich und all die Herabgekommenheiten der alten christlichen Barmherzigkeit, werden wir bald keine andere Möglichkeit mehr haben, als unsere Ansprüche herunterzuschrauben und uns ohne Murren in der Gussform dieses neuen französischen Bürgers des Jahres 2050 einschmelzen zu lassen. Lasst uns dennoch nicht verzweifeln. Ohne Zweifel wird das übrig bleiben, was die Ethnologie als Isolat bezeichnet, starke Minderheiten von vielleicht 15 Millionen Franzosen, davon nicht notwendigerweise alle von weißer Rasse, die noch einigermaßen vollständig unsere Sprache beherrschen und die an unserer Kultur und unserer Geschichte, wie sie sie über Generationen hinweg vermittelt bekommen haben, festhalten werden. Das wird ihnen nicht leicht fallen. Angesichts der verschiedenen Gemeinschaften, die sich heute aus den Trümmern der Integration bilden und die sich bis 2050 dauerhaft und ohne Zweifel auch institutionell verankert haben werden, wird es sich hier bis zu einem gewissen Grad, ich suche hier nach dem passenden Begriff,
um eine Gemeinschaft der Kontinuität des französischen Handelns. Sie wird ihre Kraft aus den Familien schöpfen, ihren Geburtenraten, einer überlebensnotwendigen Endogamie, ihren Schulen, ihren parallel laufenden solidarischen Netzwerken, sogar aus ihren geografischen Gebieten, ihren territorialen Anteilen, ihren Bezirken, sogar ihren sicheren Rückzugsgebieten und, warum nicht, auch aus ihrem christlichen und katholischen Glauben, wenn dieser mit etwas Glück bis dahin erhalten bleibt. Damit werden sie sich keine Freunde machen. Der Zusammenstoß wird früher oder später kommen. Ähnlich wie die Vernichtung der Kulaken durch passende legale Mittel. Und nachher? Dann wird Frankreich, in dem sich alle ethnischen Ursprünge vermischt haben, nur noch von Einsiedlerkrebsen bewohnt sein, die in den aufgehenden Gehäusen einer für immer verschwundenen Art leben werden, die man einst Franzosen nannte, und die in keiner Weise als die etwa genetisch mutierten Vorfahren jener gelten können, die sich in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts mit ihrem Namen schmücken werden. Dieser Prozess hat bereits begonnen. Es gibt noch eine zweite Hypothese, die ich nicht anders als im Privaten und nur nach Absprache mit meinem Anwalt formulieren könnte, nämlich die, dass die letzten Isolat bis zum Aufruf einer Reconquista durchhalten werden, die sich zwar ohne Zweifel von der spanischen unterscheiden wird, die aber von denselben Motiven beseelt sein wird. Darüber gäbe es einen riskanten Roman zu schreiben. Diese Aufgabe wird nicht mir zufallen, denn ich habe bereits das Meinige beigetragen. Möglicherweise ist sein Autor noch nicht geboren, aber zum richtigen Zeitpunkt wird dieses Buch das Tageslicht erblicken, so viel bin ich mir sicher. Was ich nicht begreifen kann, was mich in einen Abgrund betrübter Ratlosigkeit stürzt, ist die Frage, wie und warum so viele mit den Fakten vertraute Franzosen und so viele französische Politiker wissentlich, methodisch und geradezu auf zynische Weise die unausweichliche Opferung eines bestimmten Frankreichs auf dem Altar eines überspitzten utopischen Humanismus vorantreiben. Ich stelle mir dieselbe Frage angesichts der allgegenwärtigen Organisationen, die bald für dieses, bald für jenes Recht streiten, all der Stiftungen, Denkfabriken und subventionierten Ämter, der Netzwerke aus Manipulatoren, die jedes Rädchen des Staates infiltriert haben, der zahllosen Antragsteller, der korrekt gleichgeschalteten Medien und all dieser Vertreter der Intelligenz, die Tag für Tag ungestraft ihr betäubendes Gift in den immer noch gesunden Körper der französischen Nation spritzen. Wenn ich auch bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Aufrichtigkeit des Engagements nicht abstreiten kann, so bereitet es mir zuweilen doch Schmerzen anzuerkennen, dass auch Sie meine Landsleute sind. Beinahe möchte ich Sie als Überläufer bezeichnen, aber es gibt eine andere Erklärung. Sie verwechseln Frankreich mit der Republik. Die republikanischen Werte sind bodenlos verkommen. Das wissen wir alle bis zum Überdruss, aber niemals in Bezug auf Frankreich. Denn Frankreich ist zuallererst ein Vaterland aus Fleisch und Blut. Die Republik dagegen, die nicht mehr als eine Regierungsform ist, ist für sie gleichbedeutend mit einer Ideologie, mit der Ideologie schlechthin. Es scheint mir, dass sie bis zu einem gewissen Grad das Vaterland um der Republik willen verraten. Aus der Flut von Belegen, die ich in dicken Ordnern sammle, um dieses Urteil zu untermauern, sei hier einer zitiert, der das Ausmaß des Schadens erhält, wenn er auch
daherkommt wie ein streberhaftes Kind. Er stammt aus einer von Laurent Fabius am 17. Mai 2003 auf dem Sozialistischen Kongress von Dijon gehaltenen Rede: Wenn das Bild unserer Marianne in den Rathäusern das schöne Gesicht einer jungen Französin mit Migrationshintergrund haben wird, dann wird Frankreich einen neuen Meilenstein auf dem Weg zur Erfüllung der republikanischen Werte gesetzt haben. Zitat zu Ende. Wenn wir schon bei Zitaten sind, hier zwei weitere zum Abschluss. Keine noch so große Menge von Atombomben wird in der Lage sein, die Flut von Millionen Menschen aufzuhalten, die eines Tages die südlichsten und ärmsten Teile der Welt im Kampf ums Überleben verlassen wird, um sich in die verhältnismäßig leeren und reichen Räume der nördlichen Halbkugeln zu ergießen. Algeriens Präsident Bouhimdien, März 1974. Und dieses aus der Offenbarung Johannes 20, Vers 7 bis 9. Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan loswerden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Und so zogen sie herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie.